Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Print. Unser neuer Kollege Thomas spielt E-Bass in einer Band. Als kleines Willkommensgeschenk drucken wir ihm ein personalisiertes Plektrum. Wie wir das machen, zeigen wir euch heute. Viel Spaß dabei! Bevor wir jetzt unser Plektrum jetzt für unseren Kollegen drucken, müssen wir es natürlich zuerst konstruieren. Das Ganze machen wir in Tinkercad. Die Form von einem Plektrum ist bekannt. Die haben wir jetzt bereits erstellt. Als Dicke haben wir 1 mm gewählt. Da wir das Ganze natürlich ein bisschen personalisieren wollen, haben wir unser Logo als SVG-Datei, das ist ganz wichtig, in Tinkercad reingeladen. Und das ziehen wir jetzt auf unser Bauteil, also auf unser Plektron. Damit das Ganze natürlich jetzt aus einem Bauteil ist, markieren wir hier unsere beiden einzelnen Bauteile und gruppieren das Ganze. Damit wir unser Plektrum jetzt drucken können, bereiten wir unser Modell in Ultimate Coder darauf vor. Welche Einstellungen wir dafür wählen, gucken wir uns jetzt einmal an. Da unser Bauteil recht klein ist und voll auf der Bauplatte aufliegt, benötigen wir hier keinen Brim oder ähnliches. Als Druckplattenhaftungstyp haben wir hier uns für den Skirt entschieden, damit wir es danach leichter von der Bauplatte entfernen können und keine lästige Nacharbeit haben. Damit wir auf dem fertigen Plektrum unsere Schrift gut ablesen können, haben wir uns hier für den AA025 Printcore entschieden. Um dem Original Plektrum so nahe wie möglich zu kommen, haben wir uns für das Material Nylon entschieden, das sich durch seine besondere Zähigkeit auszeichnet. Durch die additive Fertigung haben wir hier die Möglichkeit, das Plektrum entweder dünner oder dicker zu drucken. Gewöhnliche Plektren haben eine Dicke von 0,7 mm. Unser Kollege Thomas spielt allerdings auf dem E-Bass, wo die Saiten wesentlich dicker sind. Deshalb haben wir uns für 1 mm Bauteildicke entschieden. Um eine optimale Schichthaftung zu gewährleisten, benötigen wir beim Filament Nylon einen geschlossenen Bauraum. Deshalb habe ich mich hier für den Ultimaker S3 in Verbindung mit dem Arcante-Cover entschieden. Im Vorfeld haben wir einen ersten Prototypen mit einem 0,4er Core und Brim gedruckt. Hier sieht man schon ganz deutlich, dass die Feinheiten jetzt hier wie bei der Schrift, die 3, mit dem 0,4er Core nicht realisierbar sind. Nun haben wir es mit einem 0,25er Core gedruckt und man sieht ganz deutlich, die 3 ist jetzt gut lesbar und die Feinheiten wurden super gedruckt. Wir hoffen, euch hat diese Let's Print Folge gefallen. Wenn auch ihr schon mal Musikequipment gedruckt habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Thomas wird jetzt unser Plektrum testen, ob es auch hält, was es verspricht.